Wir sind zurück bei Agoraphobia mit unserer kleinen Fiona. Und jetzt wollen wir herausfinden, was es mit diesen Teddybären auf sich hat. Wo kommen die nur her? Und viel schlimmer ist, warum ist der Tote, Mr. Henning, verschwunden? Ist er jetzt wieder da? Wer hat ihn hier hingelegt? War das Tante Margaret? Was soll das alles bedeuten? Dann wollen wir mal nachschauen in dem Zimmer von Herrn Henning, ob der nun wieder da ist. Und das Feuer, das wir entfachten, brennt immer noch. Das Feuer in unserem Herzen. Der Drang herauszufinden, was passiert ist. Er ist nach wie vor abgängig, der Gute. Auf dem Bett liegt immer noch das Buch von den Rittern. Da kam jetzt auch nichts Neues hinzu. Keine Notiz an der Schreibmaschine. Der Schrank ist auch immer noch verriegelt. Ah, aber das Seil mit dem scharfen Messer wurde durchtrennt. Der Schrank ist jetzt offen. Na, aber gut, dass wir hierher gekommen sind. Der Schrank ist bis auf einen Geldclip am Boden vollkommen leer. Was zur Hölle ist ein Geldclip? Ach so, wo man wahrscheinlich die Scheine so zusammentackern kann. 27 Dollar aus dem Geldclip genommen. Verdammt, wir haben den Herrn Henning ausgeraubt. Damit können wir uns ein Taxi leisten und bis zur nächsten U-Bahn-Station fahren. Und dort kaufen wir uns eine Monatskarte. Und dann fangen wir einfach heimlich zu studieren an. Während alle denken, dass wir in unserem Zimmer sind. Hier sind noch mehr Teddybären. Wollen die uns irgendwo hinführen? Ein Teddybär. Wo kommen die nur her? Moment. Stuhl, weiche meiner Präsenz. Ein Teddybär. Dann werden wir jetzt weiter suchen. Ich verstehe das nicht. Was ist hier nur los? Okay, da war ganz mies geklaut vom lieben True MG. Ein Schlüssel. Wo kommen die nur her? Ein Schlüssel, der hier so offen aufgebaut ist? Was soll das bedeuten? Ich will den Schlüssel haben. Tante Margarets Schlüssel. Tante Margaret, bist du das? Gut, also können wir jetzt quasi erstmal speichern, selbstverständlich. Die Tür ist versperrt. Können wir mit dem Safe schon irgendwas machen? In dem Schließfach befindet sich eine kleine Menge an Geld und ein kleiner Bleiquader. Bleiquader nehmen. Und das Geld können wir auch nehmen. 73 Dollar. Wir looten hier die gute Tante Margaret. Aber warum ist der jetzt offen? Ein Papierstapel. Ganz oben liegt eine Bleistiftzeichnung. Darunter ist eine Notiz vermerkt. Aber ich glaube, die hatten wir uns schon angesehen. Übrige Teile entsorgt haben. Das finde ich schon auch sehr bedenklich. Aber nee, das hatten wir schon gelesen. Gut, haben wir hier noch was? Wir haben auch noch die Truhe, wo wir jetzt das Seil durchschneiden können. Die Schubladen und Fächer sind voll mit Papieren, leer und beschrieben. Es scheint sich hauptsächlich um amtliche Papiere zu handeln. Verdammt, die Bürokratie hat Einzug gehalten. Okay, lieber Schattenfreund, hilf uns, unser Gedächtnis wieder zu erlangen. Haben wir jetzt überhaupt unser Gedächtnis verloren? Nee, ich glaube nicht. Wir verdrängen wahrscheinlich nur. Gut, wir haben Geld. Und wo ist Tante Margaret und Henning? Normalerweise müssten die ja nur wissen, dass wir hier unterwegs sind. Moment. Bevor wir zu Tante Margarets Zimmer gehen, die Teddybären weisen uns noch einen anderen Weg, und zwar den hier. Ein Teddybär. Hast du noch irgendwas? Wer hat ihn hier hingelegt? Wahrscheinlich Tante Margaret. Gut, dann untersuchen wir jetzt. Ah, hier, gut, alles klar. Hallo Teddy. Er weist uns wahrscheinlich den Weg zu der Truhe. Moment, die war aber, glaube ich, hier drüben, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Verriegelt? Wie kann das verriegelt sein? Ich muss dahin. Und die Vase ist zu Bruch gegangen. Die steht da auch wieder. Also war alles wirklich nur ein Traum? Und da ist irgendwas komisch. Seht ihr das? Diese Pixel da zwischen Tisch und... Ach so, das ist der Teppich. Okay. Okay. Verriegelt? Aber ich muss doch zu dieser Truhe. Na gut, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt in Tante Margarets Zimmer. Tante Margaret! Okay. Wahrscheinlich. Oh, okay. Sie sagt nichts.
Wahrscheinlich müssen wir jetzt versuchen, Tante Margaret auszuweichen, wenn sie hier herumlungert. Schläft sie? Nein, sie ist nicht da. Wir können uns hier aber wieder verstecken. Das heißt, wahrscheinlich wird uns Tante Margaret, dann irgendwann folgen. Und wir müssen uns vor ihr verstecken. Das ist jetzt, denke ich jetzt mal so, wenn ich die Schränke sehe, das impliziert mir das Gameplay. Der Tresor ist nicht abgeschlossen. Er ist vollkommen leer. Ich bin schon wieder gegen diesen Stuhl gelaufen. Dieses Geräusch macht mich aber irgendwie ein bisschen kirre. Licht? Eine halbgeleerte Rotweinflasche. Kann das sein, dass unsere liebe Tante Margaret ein kleines Alkoholproblem hat? Ich meine, wir haben sehr viele Schnapsflaschen bisher gefunden. Eine Notiz, sie ist offensichtlich von Tante Margaret geschrieben worden. Ansehen. Herr Henning, obwohl meine Anweisungen mehr als eindeutig waren, musste ich feststellen, dass Sie die Bleizange immer noch nicht entsorgt haben. Wie oft muss ich wiederholen, dass alle nötigen Schritte unternommen werden müssen, wozu auch die Entsorgung dieses Gegenstandes gehört? Ich kann nachvollziehen, dass Sie mit Ihren aktuellen Aufgaben mehr als eingenommen sind, weswegen ich die Bleizange vorübergehend weggeschlossen habe. Ich würde Sie bitten, den Gegenstand so bald wie möglich zu entfernen. Sie finden die Bleizange in der Truhe im Hinterhaus. M. Thompson. Warum macht sich Tante Margaret, so viel Mühe, all diese Sachen von mir zu verbergen? Und eine Nähmaschine. Eine handgetriebene Nähmaschine, mit der wir nichts tun können. Da ist die Frage, was ist der Sinn von Tante Margaret? Das Gemälde zeigt das Porträt einer Frau, welche beide Arme fehlen. Ihr Blick ist traurig, aber dennoch klar. Sie starrt direkt aus dem Bild heraus. Es ist eines von diesen Bildern, bei denen einen der Blick stets folgt. Hier wäre es besser gewesen, das Bild größer darzustellen, dass die Augen wirklich einem folgen. Das hätte einen recht creepigen Effekt. Ein Ölgemälde einer im Mondschein tanzenden Frau. Sie sieht aus, als hätte sie etwas besonders Schönes gesehen und deutet mit ihrer Hand nach links. Das gleiche wie in dem Flur. Oder ist er einfach Copy-Paste am Werk? Mit dem Telefon können wir offensichtlich immer noch nichts tun. Schade. Dann sehen wir uns weiter um und ich sollte vielleicht mal speichern. Okay, die Bleizange in der Truhe. Komme ich hier drüben noch weiter? Aber nee, ich glaube, das ist einfach nur Wand. Gut, wo war die Truhe jetzt? Immer noch nicht entsorgt. Vorübergehend weggeschlossen habe. Ich würde sie... Sie finden die Bleizange in der Truhe im Hinterhaus. Genau, da, wo das Seil drumherum ist. I.O. Gut, dann untersuchen wir hier noch. Viele verschiedene Bücher, einige davon scheinen ziemlich alt zu sein. Okay. Gut, im Hinterhaus. Wir sind ja im Hinterhaus unterwegs und ich weiß, welche besagte Truhe das ist, die mit dem Seil. Okay. Ich weiß nicht, so verriegelt, wie kriege ich sie denn auf? Habe ich irgendeinen Gegenstand? Bleiquader, ein kleines viereckiges Bleistück. Mit den Sonnensymbolen. Vielleicht kann ich jetzt ja mit dem kleinen Quader die Sonnensymboltür öffnen. Sie ist verriegelt. Die Tür hat keinen Knauf. Ein Sonnensymbol ist überall am Türrahmen zu sehen. Hat also nichts mit dem Quader zu tun. Gut. Nein, haben wir hier noch was? Ein Stapel alter Zeitschriften. Bringt mir nichts. Hier ist auch noch ein Teddy. Und der Teddy lockt uns auch hier rein. So, Moment. Die Tür ist auch versperrt. Gut, Teddys, weist mir den Weg. Meine Army of the Undead Teddys. Okay, hier aber wirklich Copy-Paste am Werk. Gut, aber was soll man noch anderes sagen, wenn er die ganze Zeit... Fräulein Fiona, Sie haben etwas von mir, oder nicht? Waren in meinem Zimmer und haben dort herumgestöbert. Dinge entwendet. Ihre Tante wird darüber nicht erfreut sein. Wissen Sie, Ihre Tante und ich, wir haben ein sehr inniges Verhältnis. Wir haben uns etwas überlegt. Etwas für Sie, Fräulein Fiona. Etwas Wunderbares. Oh Gott, jetzt würde ich wegrennen, aber wirklich. Es wäre für alle das Beste. Für uns alle hier im Haus. Was denn? Ich hau Space! Gott, wir haben den gerade mit dem Messer angegriffen.
hat mich angegriffen. Ich verstecke mich im Schrank. Okay, das bringt nichts. Ich dachte jetzt wirklich, wir müssen jetzt wegrennen und ich habe jetzt gerade schon im Kopf sämtliche Schränke abgesucht, die wir irgendwie hier schon gefunden haben, wo wir uns verstecken können. Verdammt, wir haben den angegriffen. Und es ist tatsächlich ein Levelsystem. Hinter diesem Halbmond da, der in die falsche Richtung zeigt, haben wir jetzt eine 4. Irgendwie scheint das entweder die Kapitelzahl zu sein oder irgendwas anderes. Ach so, aber wahrscheinlich war das optional mit dem Geld und wir hätten wahrscheinlich bei der Tante auch nur den Quader nehmen sollen. Verstehe. Es gibt hier also optionale Wege. Moment, die Schreiben lagen die vorhin schon da? Nee, da waren die Teddys drauf. Wir wollen nur helfen, immer nur helfen. Etwas anderes hatten wir nie im Sinne. Nimm es ihr weg. Nimm ihr das scharfe Messer weg. Sie soll die Sonne spüren, ihr Herz öffnen und verteilen. Überall an den Wänden verteilen. Warum schreibt jemand so etwas? Was geschieht hier nur? Oder ist es eher wie bei Harveys neue Augen mit den Kartoffelgnomen? Dass die Teddys nur das kaschieren, was wir sehen? Und jetzt wird unser Blick so langsam klarer? Das Ticken der Uhr wird lauter und lauter. Ich muss es beenden, es ersticken, es stopfen, es muss aufhören. Lass es aufhören. Ich glaube, die haben jetzt den Entschluss getroffen, uns zu töten. Aber ist die Frage, ist das jetzt tatsächlich das, was passiert oder was sie sich in ihrer Krankheit einredet? Auch dass es die Tante Margarete sie gewirkt hat, das glaube ich nicht. Irgendwie ist das ja alles ein bisschen dubios. Weil bisher, die Tante Margarete, ich glaube nicht, dass die wirklich ein wirklicher Antagonist ist. Also, wenn ich da jetzt mal meine Ausführungen dazu darlegen darf, ich weiß nicht, inwiefern das gespoilert ist, weil ich ja auch nicht weiß, wie es weitergeht und so weiter, aber ich habe die Tante Margarete auch... Okay, Ausführungen folgen später, jetzt gucken wir erstmal hier. Blut fließt, es schneidet tief, das Messer, woher hat sie es? So tief ins Fleisch, es brennt, es blutet, nimm es ihr weg und zahle es heim. Schneide sie auf. Blut fließt. Ach so, das ist alles das Gleiche? Gut, alles das Gleiche, wirklich alles das Gleiche? Ja, ich will nicht wieder einen Hinweis übersehen, wie mit der Schreibmaschine, deswegen mal alles ansprechen. Gut, wir werden also jetzt dem Herrn Henning folgen. Gut, hätten wir jetzt wahrscheinlich seine Sachen nicht mitgenommen, hätten wir ihn jetzt wahrscheinlich nie getroffen. Ich speichere jetzt immer mal auf einem anderen Speicherstand. Wo ist der hin? Herr Henning, wo sind Sie? Wahrscheinlich ist jetzt auch der, dieser Flügel, wo wir eben nicht hingekommen sind, nicht mehr verschlossen. Gut. Ja, jetzt kommen wir rein. Jetzt ist es an der Zeit,